Hi. Beke und ich sind heute zusammen bei diesem wunderschönen Wetter. Wir wollen hier heute Speerspitzen, mal ja wirklich Speere draus machen. Da haben wir eine ganz nette Variante, die ist fürs Training geeignet. Die hier weniger, weil die sehen zwar harmlos aus, aber die sind doch recht spitz. Aber hier sieht man, wie schön die geschmiedet sind. Was habe ich hier vorbereitet? Klar, typisch Hammer. Raspel, ganz wichtig, um Holz zu bearbeiten, weil wir wollen ja nachher die Schäfte da irgendwie auch reinkriegen, sauber. Die sollen da drin auch halten. Was ich hier besonders schön finde, ist das Loch, was vorgebohrt ist, um nachher einen schönen Nagel reinzutreiben, damit er auch hält. Natürlich packen wir das jetzt erstmal aus so schicken Folie, schön eingeölt, wie man an meinen Fingern schon sieht. Und wie schon gesagt, die Dinger sehen auf den ersten Blick harmloser aus, als sie sind. Sie sind schön spitz und einfach sehr schön gearbeitet. Okay, dann können wir uns gleich mal an das Holz machen. Also wir haben uns jetzt einen schönen Haselnussbaumstrauch ausgesucht. Der Haselnussstrauch, den gab es europaweit, also und wurde der Haselnuss wurde schlicht und ergreifend deswegen verwendet, weil der so schöne Äste hat. Kann man relativ tief absägen. Schön raus. Ja, dann müssten wir rauskriegen. Oder nach oben rausschieben. Vielleicht ist es sogar noch besser. Ja, super. Jetzt ist er durch. Geht's? Ja, den kriegen wir auch noch schön bearbeitet. Dann wollen wir mal versuchen, an ihn ranzukommen. Also der eine ist im Weg, der muss erst weg. Der muss erst weichen. In die Richtung drücken bitte. Genau. Okay. Okay. Okay, ist raus. Ja, der ist schon etwas massiver als der andere. Ja, und das dürfte gleich spannend werden, denn okay, du bist aber gleich durch. Jetzt erst durch. Deswegen sind was Feines. Achtung, den werden wir wohl in deine Richtung rausziehen müssen. So, jetzt haben wir mal das Holz soweit vorbereitet, um weiterzumachen. Ich verschaffe mir erstmal Platz hier, sinnvollerweise. So, für alle, die sich schon gefragt haben, was wir denn hier alles treiben. So, das wird auf jeden Fall eine Trainingsspitze, ist schon mal soweit klar, aber eher für einen Speer und eine Lanze. Also sprich mal mindestens 2 Meter lang. In dem Fall gehen wir mal von 2,80 Meter aus mit Speerspitze. Das hier wird deutlich kürzer, das werden byzantinische Speere, und zwar Wurfspeere. Die byzantinischen Speersoldaten, die sind ziemlich weit vorne rausgegangen und haben die Speere geworfen, um die Phalanx zu brechen, vor allem die Schildphalanx. Also wir fangen mal damit an und ich verschaffe mir erstmal ein bisschen Platz hier. Okay, also. Hallo Beko, willkommen. Also, wir haben gesehen, hier ist die Biegung. Und die wollen wir ja möglichst raus haben, die natürliche Biegung vom Holz. Mhm. Hier liegt es relativ gut auf. Hier haben wir zwar auch noch eine Biegung, aber. Ja, das minimal, das macht nichts. Das ist der Natur geschuldet. Gut, also, wie lange wollen wir es haben? Ich habe was von 2 Meter gesagt, mindestens. Hier haben wir 2 Meter Stab. Ja, die kriegen wir hin, super. Ja, sollten wir vielleicht sogar ein bisschen mehr machen. Schauen wir mal, wenn wir hier noch... Ein bisschen Puffer für die Spitze, ja.
Ja gut, die Spitze wird, wie weit wird die reinkommen? Maximal 10 cm. Tiefer wird sie nicht kommen. Die Spitze selber ist dann noch über 20, sind 28. Also ich überlasse es dir. Du musst. Aber kürzen können wir immer noch, anstückeln geht schlecht. Ja gut, dann markieren wir mal. Mal nehmen wir doch die Säge zu markieren. Okay. Okay. Schieb's dir zurecht, ich halte fest. So, und noch einigermaßen gerade abgeschnitten. Perfekt. Einmal drehen? Ja. Ah, das fühlt sich schon sehr nach Lanze an. Werde ich nicht. Ah, schade. Aber ist egal, wird eh spitz gemacht. Super. Könnte man dann schon fast aufstecken. Wie dafür gemacht. Mhm. So, fertig. Fertig. Oh, schön, wenn es einfach wäre. Ja, genau, das ist noch ein weiterer Punkt. Ob man das entrinden will oder nicht, ob man das mit Holzöl bearbeiten möchte, also wer es ganz historisch korrekt machen möchte, gerade im südeuropäischen Raum wäre jetzt Olivenöl angebracht. Leinenöl taugt genauso. Wichtig, wenn man es mit Speiseöl bearbeitet, trocken lagern. Also jetzt an die Wurfspeere. 1,20 Meter würde ich dann nehmen. 1,20 Meter? 1,20 Meter. Ja, die hätten wir hier. Ja, ist schön sauber. Wie schon gesagt, das werden schöne Wurfspeere. Also wer es entrindet haben möchte, Rinde runter. Schön abschleifen, schön glatt und dann Flammen. Einfach mit dem Bunsenbrenner entlang. Natürlich nicht so lange, bis es ganz schwarz ist, sondern bis die Maserung schön zu sehen ist. Also, jetzt machen wir uns an die Holzarbeit. Ich habe gerade festgestellt, dass das ungefähr 15 cm reingehen soll in den Schaft. Dann legen wir doch gleich mal los. Beko guckt mir über die Schulter, was ich da treibe. Also Beko aus dem Weg. Nase weg, ja. Nase weg. Schauen wir mal. Prüfen wir mal gegen. Ich schwitze schon ganz furchtbar beim Zusehen. Schauen wir noch. Ja, da haben wir noch. Kann man nur gut an Material. Vor allem hier. Ja, ich hier und da. Ja. Das muss er dann festmachen. Das ist okay. Den Schaft. Ich weiß auch nicht, Beko. Das liegt in meinen Genen. Schwere werfen. Keine Ahnung, schwere werfen, schwere bauen. So scharf sind sie dann doch nicht. Nein, nein, ich habe gedacht, das hängt nicht fest. Das war mir jetzt extrem wichtig, einen Haselnuss zu nehmen, damit das wenigstens einigermaßen historisch korrekt ist. Okay. Also hier dran
Hier dran siehst du dann, wo es klemmt. Hier an diesen Stellen. Wenn du das nahe steckst, siehst du gleich. Sollte eigentlich schon möglichst weit nach vorne. Hier schon. Möglichst weit vorkommen. So, Beko, jetzt sind wir soweit. Jetzt kann man das an sich festmachen. Du siehst, hier sind die Abriebspuren von innen, von dem Schmiedefeuer übrig. Und wichtig, also hochnehmen und dann schön draufhauen. Auf der Rückseite, ja? Ja, auf der Rückseite. Nicht die Speerspitze, weil damit kann man die Speerspitze beschädigen. Scharf wie Sau. Ich habe keine Ahnung, wie er mit diesem Werkzeug umgeht. Ich habe das nur im Keller gefunden von unserem alten Hof. Wirklich erstaunlich zügig. Ja, das bin ich auch ganz überrascht. Das ist bestimmt vorteilhafter, wenn man das macht, bevor die Spitzen drauf sind. Mit Sicherheit. Heiß? Oh jo. Na jo. Gut. Ja, lässt ein bisschen abkühlen. Das ist toll, das ist richtig schick geworden. Das ist echt klasse. Sehr glücklich damit. Das freut mich, Wilko. Mit dir, ja? Wie machst du das? So, linkes Bein vorne, linkes Bein vorne. Und die rechte Schulter da. Okay. Na, aber darf und gar nicht so gut. Boah! Übrigens eine Scheibe getroffen. Das ist der erste Versuch. Oh, So, haben wir es geschafft. Ja. Wir hatten schon reichlich Spaß. Ich fange mal an. Also das sind die erwähnten byzantinischen Wurfspeere. So knapp 1,30 Meter, 33 hoch. Machen viel Spaß, vor allem viel Lärm. Also ich habe meinen jetzt doch auch geflammt. Beko hat seinen Speer noch viel schöner geflammt. Ja, ich hatte auch etwas mehr Zeit dazu. Du hast ja 3 Stück machen müssen. Ich war ja nur mit einem beschäftigt. Ja. Ich hoffe, ihr habt beim Zuschauen auch viel Spaß beim Nachbauen. Und? Dann bleibt nur eins zu tun. Jo.
ich muss dir Dank sagen und natürlich auch mit dir darauf anstoßen. Jo, ich danke dir auch. Es hat viel Spaß gemacht. Zum Wohl. Zum Wohl. Keine Schleichwerbung.